Bei der Freelancer gehen sie? Raketen? Ja, aber meine Katze ist auch. Chris? Ich glaube schon, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Jetzt hat die unter den diesen kleinen Flügeln hängen, ne? Die ja, Raketen. Genau, ja. Bei der MISC, das sieht hier bei der Freelancer MISC, sieht das auch ganz geil aus, wenn die ganzen Raketen raushaut. Mhm. Ja, ich will mal sehen, wie es bei der Andromeda aussieht. Weißt du, dadurch, dass ja die Flügel an den Seiten noch ausklappen, wo lauter Raketen noch drin hängen, ja. Und die zwei oberen Hülle noch da sind, das sieht bestimmt geil aus, wenn du da auf einmal so viele nacheinander oder auf einmal abschießen kannst. Ich habe letztens mit meinem Cousin und noch einem Arbeitskollegen von ihm haben wir eine Bounty Hunter Mission gemacht und ich bin mit der Delta geflogen. Ja. Die hat ja nur, die ist ja von der Ausrüstung her ziemlich gut, also Powerplant, die ganzen Sachen, die da drin sind. Aber wir fangen den Kampf an und auf einmal sagt er mir irgendwas mit Engine und mit Power ist hinüber. Aber okay. Es war nicht, stand nicht da, dass irgendwas kaputt wäre. Und dann ist sie nur getrudelt. Ich habe die nicht mehr abfangen können. Okay, der war quasi alles überhitzt, oder? Ja, irgend sowas, ja. Aber gleich am Anfang und ja, ich kam auch nicht mehr weg. Ich musste dann aussteigen und musste mich dann mitnehmen. Ich schätze mal, das war ein Fehler irgendwo, aber es war ganz merkwürdig. 20 Kilometer. Wie weit kannst du eigentlich nach vorne wirken? Weil wir sind die Einzigen, die schießen können, ne? Der Christoph hat keine Kisten dran. Ja. Ich hab nur Torpedos. Naja, ich schieß halt direkt unter den Torpedos durch. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt. Ich hab ein bisschen Angst zu schießen, nicht, dass ich das Schiff treffe. Eigentlich, nee, das passiert nicht. Also nicht. Seht ihr das? Ja, sicher. Hier, und da kommen meine. Ah ja, das siehst du. Weil ich kann ziemlich weit nach unten schießen eigentlich. Also sonst hätte ich gesagt, wir setzen den vorderen Turm. Da kannst du schöner nach vorne schieben. Ja, aber nicht nach hinten. Ja, wie schnell kannst du? Du kannst dich doch relativ schnell drehen, oder? Ja, ist ja egal, lass nochmal drücken. Alles gut. Ja, dann, ja. Die Türme mit den schnellen Waffen sind echt an der Seite trotzdem eigentlich. Wie viele Türme hat ihr jetzt eigentlich? 4? 6? 5. Okay. 2 nach vorne, 2 hinten an den Seiten und 1 nach vorne. Also in den 2 unten. Was? Ich dachte, bei letztem war das gewesen, ne? Der hat seine Hammerhead, hat er alle Türme aufgerüstet mit Gadgets. Was meinst du, was für ein Geräusch war, wo du alle nur geballert hast? Und du hast ja an einem Turm, der dann alles auf die Liste hat. Alter, das war so geil. Ich hoffe, jetzt kriegt man ja gleich die Kraken als Gegner. Ja, ja, genau. Überhaupt Gegner kriegen, dann kriegen wir wieder gar keine. Ja. Kontakt. Andromeda? Ja. Valkyrie? Kirby? Eine Kette wieder da? Ja, aber ich hab doch. Ist egal, schießt auf alles drauf. Ein Stückchen weg.
Ja. Also Schilde sind scheiße. Eine Caterpillar ist ja auch hier. Ja. Ach, ja, Valkyrie. Außerhalb okay. von Reichweite. Der... Welcher ist denn die Caterpillar? Der Johnson ist die Caterpillar. Okay. Versucht die Wand zu visieren. Das ist Johnson. Hast du schon welche Torpedos abgelassen? Eigentlich nicht, oder? Nee, noch nicht. Kommt nicht. Das dauert ewig, bis die aufschalten. Ah, okay. Boah, Alter, soll ich doch in den vorderen Turm kommen? Ja, mach mal. Boah, nimmst einen von den seitlichen, weil die von der schneller. Okay. Ich schieße einen Torpedo ab. Ja. Ah, jetzt, wo ich es nicht mehr sehe. Oh, jetzt sehe ich. Oh, wir haben... Ja, habe ich jetzt geschossen. Ja. Nee, die. Nee, auf die Trip. Oh doch, die Valkyrie hast du zerstört. Wie geil ist das denn? Nein, jetzt, ich sehe nicht. Jetzt schießt du auf die Andromeda. Ja. Geil. Ah, Achtung. Caterpillar schießt auf uns. Ja, ab 3000 haben wir den Schützen auf den Boden. Nicht mehr ran. Aber ich weiß nicht, ob das schon wieder diese Waffe kann. Also von der Außenansicht sieht das aber übelst geil aus. Mit der Dinger im Baller. Unser Hauptziel ist weg, oder was? Wie was? Unser Hauptziel ist weg? Ja. Okay. Haben wir das doch. Eigentlich Geld gekriegt haben. Weiß ich nicht. Weil wo wir nämlich hier waren, nee, ich nicht. Habe ich kein Hauptziel mehr gehabt. Doch, haben wir gekriegt. Muss jeder
Hälfte, also ein Viertel von 10.000 Hälfte. Okay. Ich glaube, ich hatte so viel vorher auch, oder? Nee. Du hast auch nichts gekriegt, oder? Nee, bei mir steht nämlich noch immer noch Bounty Hunter, ich sehe immer noch hier. Aber eine 8.000 steht immer noch. Nee, das ist die alte, die man hat. Achso, ja, deswegen wollte ich mir wahrscheinlich nicht angezeigt. Alter, ist das Schiff kaputt. Ja. Da fehlt noch ein paar Teile. Bisschen? Gefällt mir. Also Torpedos sind auch alle raus. Teures Vergnügen. Was kostet denn so ein Torpedo beim Nachladen? Keine Ahnung. Das ist immer gleich. Ja, aber vorhin... So, ich mache die Tür zu. Ah, ich habe noch eine 8000er, hätte ich jetzt hier noch. Ja, aber das nützt nicht viel, weil wir nicht viel machen können. Achso, du hast keine Torpedos mehr, gell? Nee, hey, sind alle 6 weg. Ja, alles klar. Bring mal nach, ist egal. Kannst meinetwegen nach PO springen, dann spawne ich mir meine Schiffe dort wieder und geh dann raus. Dann sind okay. sie wenigstens nächstes Mal wieder da. Okay. Aber ich weiß nicht, ob diese ballistischen Waffen überhaupt ansatzweise Schaden gemacht haben, gell? Ja doch, man hat's gesehen, wie sie geflackert haben. So, Torpedos, leer. Aber es sieht bestimmt geil aus, wenn du hier so aus der Luke rausguckst und dann zuguckst, wie sie abgefeuert werden. Aber ja. Wie hast du überhaupt? Hast du 6 oder hast du 4? 6. Da muss doch auch irgendwo nachgeladen werden. Der vordere Torpedo-Bereich, wo die Tür drin ist, da sind 4 Stück drin. Da kannst du jetzt, werden 2 nachgeladen. Weil, ja, das sieht ja an der Seite wie, hier? Ja. Ja. Wenn ihr jetzt die Torpedoluke aufmacht, sind wir weg. Sind weg, ja. Warte, ich mach da. Ja, mach mal auf. Was willst du hier rausfallen oder was? Nee, wir sind nicht mehr drin, aber ich wollte mal gucken, wie es aussieht. Warte, Vielleicht gehen die im Quantum Drive gar nicht auf, oder? Oh doch. Oh, halb? Na, der jetzt. Ja, nicht schlecht. Nee. Und jetzt mach mal wieder zu. Ah, hast du gesehen? Ja, so ein Drehmechanismus. Wie die Halterungen sind, dann dreht die sich jedes Mal. Ja. Das heißt, wenn sie die 2 leer hat, dann dreht sie sich und dann hängt die nächsten um. Genau, schiebt sie die nächsten nach. Ah, so ist das. Warum haben sie das dann nicht? Ach, weil der kleiner ist. Hm. Der kleiner hier. Deswegen holen wir uns dann auch die Pilates. Ich hatte nämlich, 15 oder 16 Torpedos drin. Von der Größe? Ja. Aber den hinteren kriegt man hier gar nicht auf. Okay. Nee, das. Ich habe bei der Freelancer kleine Torpedos unter den Flügeln hängen. Size 2. Ja, genau. Ich glaube, das hier ist Size 9 oder Size 10. 9. 9. Also 9 hat er vorhin zumindest angezeigt. Das ist witzig, gell? Ich sehe euch auf meinem Radar hier in dem Schiff. Grüne Punkte. Du wüsstest, was ich gerade hinter dir mache. Aber ich komme nicht an. Ich kann dich nicht erschießen, gell? Hast du ein Glück? Dankeschön. Also, ja. Nee, wirklich, solange du im Sitz drin bist, ne, kann dich keiner von der Seite erschießen oder so. Du weißt ja nicht, was ich gerade habe. Ja gut, okay, mit dem Ding müsstest du eigentlich durch den Sitz durchkommen. Ja, da, weißt du, ich schieß durchs Glas gleich Olli ab. Ach, stimmt,
stimmt, das war ja diese große wieder gewesen, ja. Die ja aufladen kann. Die einen kleinen Moment dauert. Also ich glaube, das hörst du auch, wenn die auflädt. Ich glaube, da wird da vorne am Sitz nervös, wenn die auflädt. Das würde ich aber auch. Ja, ich nehme dann den Eject. Das Blöde ist, wenn du einen Eject machst, kann keiner mehr das Schiff steuern. Ja, das ist dann. Ich mach Selbstzerstörung und Eject gleichzeitig. Ach so, mal was anderes. Der Captain ist auch gleichzeitig der Pilot, ne? Ja, klar. Weil ist nämlich für den Arsch, wenn der Captain, der kommt nämlich nicht weg, ne? Weil wenn die Crewmitglieder in ihrem Bett liegen, können sie sich ja gleichzeitig aussprengen. Ah, okay. Aber der Captain in seinem Bett, der hat. Ja, der Captain geht mit dem Schiff unter, ist doch normal. Ja, das ist quasi ein Escape Pod zu wenig drin in der Bude. Ja, reicht das überhaupt für alle, Jorge? Nee, eigentlich nicht. Warte mal, du hast, wie viel haben wir gesagt? 5 Geschütze, gell? Ja. Deine Captain sind 6 und da hast du noch eigentlich einen, der Ingenieur macht, genau. Ja, aber nee, Captain muss sich hier vorne raussprengen. Du musst dich mit dem Sitz raussprengen. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen hab. Nein, ich habe keinen Agent. Echt nicht? Nein. Ja, dann hat er recht, der Captain geht mit dem Schiff unter. Viel Spaß. Tschüss. Ach ja, und ich konnte übrigens mit den Torpedos, wenn wir sie einmal erfasst haben, wir sind weggeflogen, 12 Kilometer Reichweite hatten. Okay. 12 Kilometer Reichweite. Und die Torpedos, das sind ja die, die du nicht abwehren kannst, gell? Ja doch, die fliegen langsamer. Kannst du dann später mit diesen Gatlings und sowas kannst du die auch abwehren. Das geht. Ja, genau. Mit den Gatlings triffst du noch nicht mal ein Schiff. Nee, es soll, ich glaube bei der Gate-Seiten Jump ist es auch so, dass du hier diese... Die automatischen Geschütze ja. Dann irgendwie umbauen kannst auf Raketenabwehr. Ja. Dann okay, ja. Weil alleine, ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, weil das Ding ist ja nicht groß. Guck mal, wie klein die eigentlich sind. Du triffst ja noch nicht immer eine Backe hier, wenn die sich schnell bewegt, ne? Ja. Und wenn das wirklich 12 Kilometer waren, gell? Also die haben nicht lange gebraucht, um dort dann einzuschlagen. Ja. Waren, was meinst du? 4-5 Sekunden und dann waren die drin, gell? Bottom trap initiated. So, meine Herren, wir sind wieder zu Hause. Jo. Quantum Travel complete. Oh, was ist jetzt? RSI Andromeda in Rot. Das sind 2 Schiffe in Rot hier. Ja, na gut, das andere ist kein Schiff. Aber die sind alle bei PO, gell? Ja. Warum kriege ich die von hier? Sag mal, 12 Kilometer Reichweite würdest du doch hier mit dem Torpedo treffen, oder? Wollen wir nicht mal aufladen und mal probieren? Ja, genau, los aufladen. Das könnte man mal probieren. Ja, auf einem Set, mein Gott, wenn man einen harten Traum hat, wenn jemand abknallen darf, dann ist er doch wieder weg. Das ist ja noch das Schöne daran. Wir werden alle sterben. Ich hab nichts gemacht, ehrlich nicht. Das Interessante ist, in der Aurora darf jetzt einer drin. Ich weiß warum. Warum? Weil das alte Triebwerk auf der rechten Seite funktioniert nicht mehr. Ah, okay. Okay. Mainframe Hardcore nennt sich hier eine. Ja, ist die Andromeda. Ja. Steht vor der 600 Team. So, ich frag mal an.
sieht echt komisch aus, wenn du unten in dem Turm drinnen sitzt, ne? Ich bin die ganze Zeit schon am Verleiden zu sagen, dreh dich doch mal anders, den du auf den Kopf. Der Kopf nicht im Deck. Landing Gear deployed. Da noch eine 600i? Ja, die steht genau davor. Ja, vor der Andromeda. Ja. Da scheint er ihm zu schreiben, alles klar. Also ich habe die ganze Zeit eine Warnung, dass meine Thruster überhitzen. Ja, welche, ja, welche Thruster? Würde mich auch nicht wundern. Also, deine Landewerke vorne hast du noch. Ja, hinten die auch, die sind noch alle dran. Ist nur der eine Flügel und das eine Triebwerk sind stark beschädigt. Ja. Ja, jetzt ist so. Ihr wollt Torpedos nochmal abschießen. Ja. Ja. Meinst du, wie blöd er glotzt? Was geht soll da ich? 600 zahle ich jetzt dafür für die Torpedos. Für 6 Stück 600? Das heißt, einer kostet dir nur 100. Das ist ja ein Schnäppsche. Wo stehen denn die? Ich würde das gern von unten mal sehen, wie das einschlägt. Wenn es überhaupt funktioniert. Die steht links von rechts. Links von uns. Wir sind jetzt auf B, oder? Ja. Repariert Zimmer, aufgetankt auch. Ein Elevator ist noch raus, weil ich bin gerade ausgestiegen. Ja. Und ich gucke mir mal an, wie die vorderen Torpedos hier loszünden. Ich bin gerade an dem schönen Schaufenster. Ja, ja. Bist du draußen? Ich bin draußen, ja. Hast du hochgelassen, den Elevator? Nee, noch nicht. Ja, den kannst du, glaube ich, aber vom Cockpit ausmachen, oder? Warte mal, ich guck mal, ich lauf hinter. Ja, ich hol ihn hoch, ich hol ihn hoch. Denn da ist mal. Da ist er. Elevator kommt hoch. Alles klar. Weil ich glaube vorhin, ich habe ja auch noch nicht mal eine Vorhalde für die Waffe gehabt. Welche hast du denn vor? Die Andromeda oder? Ja, Constellation RSI Andromeda, ja. Weil ich glaube. Die vor der 600i steht. Ja, ja. Genau. Ich geh mal zu 600er. Weil ich glaube nämlich fast, du kannst den wahrscheinlich gar nicht anwählen. Weil doch, ich auch keine... ausgewählt habe ich so. Ja? Als Target, ja. Ja, als Ziel auswählen, ja. Aber wo ich mit der Waffe drauf gezielt hatte, hatte ich keine Vorhalte gehabt. Kann wahrscheinlich sein, dass es auch nicht abschießen kann. So. Ich bin beim Waffenslot. Mhm. So, deine Luken hinten noch öffnen, gell? Die Torpedos sind noch drin. Die ist auch nicht mehr grün, die ist nicht mehr rot, die ist jetzt grün. Oh, okay. So, wo war die kleine Aurora? warte. Nee, kann ich nicht aufschalten. Ah, schade. Leider nicht. Warte, haut hier auf einmal die Torpedos rein, dann kriegst du die Meldung bei RSI. Geplanter Angriff der Aliens fehlgeschlagen, ist vorher schon zerstört worden. Genau. Schade. Ah, da fliegt gerade einer weg. Den krieg mal. Den krieg mal. Beeil dich. Schnell. Aber deine Torpedo-Luken sind immer noch zu, ne? Deswegen geht's nicht. Kann ja auch sein, gell? Ja, das kann sein. Wo ist nochmal die Aura? Warte, ich hab's auf On erstmal. Ja, also wir könnten jetzt die Vanguard wegblasen. Hallo, hopp. Vanguard, warte, Mensch, welche? Nee. Warte. Nee, die ist gesprungen. So, und jetzt haben wir keinen roten die mehr? Nee, solange sie auf Port Odyssey ist, kann ich es nicht anwählen. Ah, okay. Oh, ist ja Geld umsonst ausgegeben. Scheiße. Mhm. Ja, ich könnte ja meine Hornet, könnte ich ja.
Ach nee, lohnt sich nicht. Dann wirst du ja Crime-Stage. Ja. Dann hätte ich gesagt, ich hole meine Hornet, schieß mal auf dich, dann kriege ich bestimmt Crime-Stage und dann jagst du mir so ein Torpedo auf den Mann. Und ich versuche sie abzuknallen. Der also Merlin, ich glaube, da fliegt einfach der Torpedo vorbei, der findet die gar nicht. Ja, da stimmt. Brauchst du eigentlich nur mal so einen kleinen Schlenker nach oben machen? So schnell kann doch der Torpedo nicht reagieren. Stimmt. Aber die Luken sind immer noch zu. Die sind auch. Hab ich auch. Nein, die vorderen werden mir noch zu angezeigt. Ja, stimmt, sehe ich auch mal. Die hinteren vielleicht. Naja, egal. Setz uns mal ab, dann können wir hier neu spawnen und dann, können wir ins Bett. Habt ihr doch eigentlich schon, oder? Kann nichts passiert sein. Nee, wir müssen noch landen, weil sonst wache ich auf Lefty auf. Ja, wir haben doch gelandet. Oder wir haben doch gelandet. Ja, stimmt, aber ich habe das Schiff nicht verlassen. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das Landen schon zählt. Manchmal geht's, manchmal ja, nicht. Ja, okay. Das ist der Unterschied. Christoph, weißt du, was cool wäre, wenn ich von hier hinten den E-Check besitze, falls du einen hättest, ja. Hier. Dann würdest du hier rausspringen und hätte ich aus dem Schiff verbannt. Also irgendwie habe ich, glaube ich, von der Mission nichts gekriegt. Okay, da haben wir dann auch alle nichts gekriegt. Ne? Ja. Ja, weil, wie gesagt, wo wir an dem Punkt waren, wurde mir keiner von den Feinden als Ziel, Als Target. Ja, als, ja. Als das abzuschiebende Target, genau. Na toll, da habe ich ja mehr Geld ausgegeben, als ich Spaß hatte hier an der ganzen Sache. Wirklich. Natürlich jetzt ärgerlich. Aber es war lustig, dass die Kapern das wollten. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen können. Da hat man echt Glück gehabt, dass sie so geil gelandet ist. Da, bin aus. Ja, ich stehe hinten am Lift. Ich warte auf dich. Weg sind aus. Ah, dann hätten wir ja auch die Mantis holen können und wären wir auf Schiffsjagd gegangen. Das wäre was gewesen. Das hätte man auch mal probieren können. Aber du willst doch, du willst doch den Inhalt des Schiffes, willst du doch, Ich glaube, wenn du dich vor die stellst und sagst dir, ich schieße gleich zwei Torpedos auf dich ab, dann... Und nicht pulverisieren. Aber diese Landekurven sehen schon echt komisch aus, ne? Ja. Aber ich finde die cool. Naja, gut. Naja. Aber ich meine, die voll besetzt, wird das bestimmt einiges bringen. Ja, das stimmt, ja. Ich finde halt teilweise sind die Türme da relativ unübersichtlich. Das haben sie noch nicht so richtig, da einige Sachen noch dabei. Und es scheint jetzt irgendwie immer nur üblich zu sein, dass du auch manchmal die Waffen verlierst, oder? Ich hatte bei einer Mission hatte ich so ein Maschinengewehr, so ein leichtes Maschinengewehr, und das habe ich irgendwie bei der Mission verloren, keine Ahnung wie. Ja, wenn es ausgerüstet, also in der Hand hattest und stirbst, dann verlierst du sowieso. Nee, ich bin ja nicht gestorben. Okay. Hab die Mission ja sogar überlebt, aber trotzdem war es weg. Also das Reparieren übrigens hat über 1000 Use. Okay. War das Reparieren jetzt teurer als das Auffüllen von den Torpedos? Ja. Also ich hätte es ja fast so in die gleiche Kategorie gesteckt. Hätte ich erwartet. Vor allem, ihr habt ja lauter ballistische Waffen. Mhm.
Eigentlich hat die nur ballistische, gell? Ja. Fällt mir gerade so ein. Weißt du, was die Railgun für eine Size hat? Zwei war. Die du jetzt hattest oder was jetzt auf dem Schiff war? Nee, hier, die ich da mir rumschleppe. Die haben, glaube ich, gar keine Size. Doch, die Waffen haben auch alle Size. Haben die. Ich glaube, drei war die. Size 5. Oh. Okay, wie heißt die? Wo kriege ich die? Nee, hier kriegst du nicht. Ich glaube, Levski, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, da bin ich morgen wieder. Ja, unser Bomber steht noch hier draußen. Gell? Wer wegfliegen will, ist auch nicht zugeschlossen. Kann jeder mitfliegen. Ah ja. Da kannst du eine Globo-Chat reinschreiben, wie er bei der Relieta fliegen will. Gell? Kannst du jetzt fliegen. Aufgetankt und beladen. Aufgetankt, beladen und nicht verschlossen. Ja. Na gut, dann. Alles klar. Ja. Jo. Bis dann. Ich dann mal auch. Jo, bis dann. Habt ihr irgendwie immer bestimmte Tage, wenn ihr da seid? Oder ist das so? Eigentlich, ne, ich bin eigentlich fast jeden Tag online. Also ich bin nur montags, mittwochs und freitags dann mal. Okay. Ja, und ich, wie gesagt, eigentlich fast täglich, aber wenn ich merke, dass keiner da ist, bleibe ich nicht sehr lange online, weil mit der Zeit wird es ja noch langweilig, ja, wenn du online unterwegs bist. Na, ich mache meistens einfach nur so einen Trading Run und gehe dann meistens wieder raus. Ja, eine Bounties mache ich, weil da habe ich mehr von. Jo. Habe ich gemerkt. Das geht schneller. Na dann. Ja, mal. Ich muss immer mal nach meiner Frau gucken. Ja. Okay. Ja, ich habe ja nur was. Ja, habt ihr mich jetzt eigentlich eingeladen auf die... Oh, jetzt ist auch die Retaliator weg. Oh ja. Oh, das könnte natürlich daran liegen, weil der Christoph nicht raus ist. Ja, das kann sein. Ich geh jetzt mal gleich drauf. Was tut sich gleich noch schnell? Ja, aber ich habe halt nur die Andromeda. Die hat 96 hat die ja gehabt.